ruhigerer Lebensrhythmus und eine Spur Freundlichkeit. Eben das, was mich immer angestört hat, dass in Wien die Leute grantig reinschauen. Dass eigentlich, dass die jeder erstaunt anschaut, wer es die grüßt. Ich sage, okay, mein Frühstück, gehe hinaus vom Kreisel über die kleinen Kinder, sagen sie alle irgendwie, guten Morgen, wie geht's da? Und sie strahlen alle. Seit 4 Jahren leben Ilse Bater und Werner Liebermann in Syrien. Sich hier eine neue Existenz aufzubauen, ist nicht ganz einfach. Doch sie sind überzeugt davon, dass man hier in Würde alt werden kann, auch wenn man wenig Geld hat. Ich kenne es von meiner Mutter, die 80 ist und auf einem Auge blind. Sie geht über die Straße, ein Auto hupt sie an und dann schreit der Fahrer raus, alte vor am Zentralfriedhof. Das gibt's da nicht. Ein Hasse und ein scharfen Senf, ein Burenwurst und ein schwarzes Brot. Aber das ist ja ziemlich das Einzige, was mir wirklich abgeht. Das Leben in Wien ist für Werner Liebermann zu Ende. Endgültig. Er will weder Erinnerungen noch Dokumente mitnehmen. Das Ganze ist abgeschlossen. Jeder Notariatsakt, jede Urkunde ist uninteressant geworden. Die Brücken nach Österreich will er abbrechen und zusammen mit seiner Frau Ilse in Syrien ganz neu anfangen. Aber so ganz glücklich schauen Sie trotzdem nicht aus, aber Sie jetzt sagen, Sie gehen gern weg. Ich bin nicht glücklich, weil ich an sich Österreich liebe. Bei all den Dingen, die wir versucht haben, etwas Neues zu machen, etwas Schönes zu machen, ist dann alles irgendwo den Bach runtergegangen, nicht möglich gewesen. Und andere haben dann später damit mit demselben Projekt angefangen und es war auf einmal möglich. Und bei uns war es nicht möglich. Und es tut mir weh, ja, trotzdem gehe ich gerne. Seit 4 Jahren leben die beiden Wiener in Damaskus. Letzten Winter sind sie noch einmal für ein paar Tage zurückgekommen, um ihren alten Haushalt aufzulösen. Ja, die Bücher haben wir jetzt zum Schluss lassen. Also unsere allernotwendigsten Dinge von Gwand, von Dinge des täglichen Lebens. Ich habe auch schon Töpfe mitgenommen. Die sind schon in Damaskus. Wie schaut es mit Dijon? Den nehmen Sie mit? Der muss mit. In arabisches Land? Der muss mit. Der muss mit. Ihr Busunternehmen mussten sie aufgeben. Das kleine Reisebüro konnten sie gerade noch vor der großen Krise mit Gewinn verkaufen. Was geht Ihnen so durch den Kopf momentan? Ihr Mann hat eher ein bisschen bitter jetzt gewirkt bei dem, was er gesagt hat. Na, wie soll ich sagen, für mich ist das alles noch offen. Also für mich ist das jetzt der erste Schritt. Okay, wir sind in Syrien, solange es uns gefällt, bleiben wir. Es ist aber nicht verboten, zurückzukommen. Dass es in der Region bald Krieg geben würde, wussten Werner Liebermann und Ilse Bater, als sie im Winter mit Sack und Pack losfuhren. Aber die offiziellen Warnungen vor Reisen in den Nahen Osten schreckten sie nicht ab. Nach 4 Jahren Damaskus trauen sie sich zu, die Gefahren selber einschätzen zu können. Vier Monate später besuchen wir die Auswanderer in Matamiyeh, einem Vorort von Damaskus. Keine Nobelgegend, kein Paradies für Botschaftspersonal oder westliche Geschäftsleute. Wer nicht mit Geld um sich werfen kann, der müsse hier zunächst vieles lernen, erzählt Herr Liebermann. Die heutige Lektion, was tun, wenn zu Hause auf einmal der Strom weg ist und nicht mehr wiederkommt. Zuerst einmal geduldig bleiben und die zuständige Behörde aufsuchen, hören wir. Es könnte nämlich sein, dass man, ohne es zu wissen, hier Schulden hat. Ein Ausländer, noch dazu mit Kamerateam, das fällt in Matamiyeh auf. Sofort schaltet sich ein hilfsbereiter Herr ein, der sich als Englischlehrer vorstellt. Was ihn in Europa vielleicht nerven würde, findet Herr Liebermann hier selbstverständlich. Ja, man kommt her, man weiß ungefähr, wann man bezahlen muss, respektive es wird im syrischen Fernsehen verlautbart. Sie kriegen keine Rechnung? Nein. Man geht direkt hin und sagt, habe ich eine Rechnung hier? Gibt es eine Rechnung? Ja, dann zahle ich die. Wenn Sie das vergessen? Ja, dann kommt irgendein guter Mann und macht knapp
und der Strom ist abgezwickt. Und irgendwann geht man dann zahlen. Natürlich, man kommt ja nicht aus, man muss es ja zahlen. Aber so einfach wie in Europa, ich lasse es über Bank überweisen und so weiter, das kostet Geld. Warum soll man Geld verschwenden? Verschwendet man die Zeit? Zeit kostet hier fast nichts. Zeit ist das Einzige, was man in Überfluss hat. Ein bisschen scheint es die Leute hier zu wundern, dass ein Österreicher wie ein Einheimischer leben will und sich so bereitwillig an alle Schwierigkeiten anpasst. What do you think about an Austrian who is living here in Syria? I think, as he told me, just er sagte mir soeben, er wäre hier glücklich. Ich glaube, die meisten Menschen sind hier glücklich. Wir haben ein gutes Klima und kein sehr kompliziertes Leben. No complex life. Life as simple as it is. Wer ausnahmsweise doch keine Zeit hat, der bittet einen Freund oder Nachbarn, für ihn die Amtswege zu erledigen. Oder man teilt sich die Arbeit. Der eine zahlt den Strom, der andere das Telefon. Wer helfen kann, hilft. Wer Hilfe annimmt und nicht unbedingt alles allein schaffen muss, dem wird geholfen. Doch nicht überall geht es so ruhig zu wie hier am Stadtrand. Ilse Bater hat die letzten 3 Jahre im Zentrum von Damaskus gearbeitet, in einem Reisebüro. Wegen der katastrophalen Entwicklung im Tourismus hat sie den Job vor kurzem verloren und ist jetzt freiberuflich unterwegs. Ihr Mann ist ausgebildeter Reiseführer. Gruppen aus Europa sind aber selten geworden. So leben die beiden derzeit von ihren Ersparnissen. Vor dem Konsumzwang der westlichen Welt sind sie geflohen. Im Nahen Osten leben sie jetzt in einem einzigen großen Basar. Ja, aber das ist auch, dass man vergleichen kann, das war am Anfang zum Lernen, die Leute rufen, wie viel das kostet. Also du lernst dann die Zahlen. Und es sind einfach, es gibt ja keine Supermärkte, also man muss raus und muss auf die Straße und schauen, wo gibt es was. Und dann das Merken, also das ist eine Information, es ist wie im Fernsehen die Werbung, die rennt, ist halt da lebendig auf der Straße. Und daher, das gibt es da, brauche ich halt nicht. Aber es gibt es. Für flüssiges Lesen reicht die Arabisch noch nicht, doch Überraschungen halten sich in der syrischen Presse ohnehin in Grenzen. Offene Kritik am Präsidenten ist nach wie vor undenkbar. Über Differenzen in der Politik wird nicht berichtet. Morning. Ilse Bater nützt jeden Kontakt, um mehr Touristen ins Land zu bringen. Morning. Hi, morning. How are you? Mit dem Inhaber dieses Reisebüros entwirft sie eine neue Werbekampagne für Syrien. Hassan Shahin gehört der christlichen Minderheit an und fürchtet nicht so sehr, wie dass sein Land aufgrund der amerikanischen Drohungen jetzt noch mehr in Isolation geraten könnte. Do you think it's possible? Ist Syrien derzeit überhaupt verkäuflich? Das ist sogar die beste Zeit, um Syrien zu verkaufen. Wissen Sie warum? Wir wissen, dass die Europäer derzeit das Schlimmste annehmen und glauben, hier gäbe es Krieg. Aber wie Sie selbst sehen, lässt sich das sehr leicht widerlegen. But you have realized that there is no war. So that's why I'm saying that this is the convenient time. Zu Hause in Madamiye möchte Werner Liebermann schnell einmal zum Friseur. Sein Freund Ahmed ist der örtliche Spezialist für Haare und kaputte Elektrogeräte. Nur Strom kann auch er keinen herzaubern. Kein Zahlungsproblem, sondern ein Kurzschluss im ganzen Viertel. Und so bleibt sein kleiner Frisiersalon im Hinterzimmer fürs erste Finster. Wir müssen jetzt warten, bis der Strom kommt. Das kann eine halbe Stunde, kann eine Stunde, kann auch 2 Stunden dauern. Aber wenn er dann da ist wieder, dann setze ich mich hin und er wird mir die Haare schneiden. Und natürlich auch den Bart. Während des Irakkrieges ist das Elektrogeschäft besonders gut gegangen.
denn jeder wollte ein funktionierendes Fernsehgerät. Der Friseur Ahmed war froh über das zweite Standbein. Aber jetzt heißt es wieder einmal warten. Warten auf Strom. Aber Zeit gibt es ja genug und auch neue Freunde für einen kleinen Plausch. Ganz unter Männern. Mabruk, ja, für Mabruk. Ilse Bartha klappert inzwischen weiterhin mögliche Geschäftspartner ab. Im Sammeltaxi, kreuz und quer durch Damaskus. Hier eine Firma aufzubauen, ist sicher mühsam. Andererseits ist in Syrien gerade jetzt jeder willkommen, der Touristen und damit Devisen ins Land bringt. Egal was, wir haben viele Dinge schon angefangen. Und alles, was man angefangen hat, war halt für 5 oder 6 oder 8 Jahre darauf hinzuarbeiten. Dann ist uns entweder zu fad worden oder es ist uns nicht geglückt und das war dann vergessen. Jetzt sage ich halt, okay, sicher wollen wir hier Erfolg haben, wollen hier das Leben und das Land ausnutzen. Nur ich weiß, dass diese Entscheidungen, also Ziel, dass ich sage, ich werde da in Pension gehen oder ich werde da sterben oder 80. Oder reich werden. Da können andere Menschen dazu. Das Wochenende ist lang in Damaskus, schon wegen der unterschiedlichen Religionen, die hier nebeneinander leben. Herr Liebermann kauft mit seinen Freunden für ein Picknick ein. Hier im Palästinenserviertel sind die Preise um rund 20% niedriger als anderswo in Damaskus. Deswegen macht der Wiener seine Besorgungen gerne hier. Denn aufs Geld schauen muss man, wenn man in diesen Zeiten vom Tourismus lebt. Es bedarf natürlich einer gewissen Gewöhnungszeit, auch da jeder durcheinander schreit, dass man sich dann wirklich konzentriert und dass man auch versteht, was der einzelne Händler jetzt ruft, was der einzelne Händler jetzt ruft und was er an Preis zu bieten hat. In Damaskus leben einige 100.000 vertriebene Palästinenser. Ihr ehemaliges Zeltlager wurde längst ein richtiges Stadtviertel in der 5-Millionen-Metropole. An den Wänden frische Fotos von sogenannten Märtyrern. Palästinensische Flüchtlinge können sich hier frei bewegen und auch arbeiten, solange sie nicht der syrischen Nahostpolitik in die Quere kommen und in Ruhe auf die Rückkehr nach Palästina warten. Nicht zufällig haben die beiden freiwilligen Flüchtlinge aus Österreich besonders schnell Kontakt zu anderen Heimatlosen gefunden. Siad, ein gelernter Buchhalter, wollte im Frühling wie viele seiner Landsleute im Irak gegen die Amerikaner kämpfen. Doch die syrischen Grenzbeamten schickten ihn zurück nach Damaskus. Sie wollten keine internationalen Scherereien. Wie viele Damaszener suchen auch die beiden Wiener Abkühlung am grünen Stadtrand. Hier treffen Menschen aus verschiedenen Schichten zusammen. Nicht anders als in Wien bei einem großen Heurigen. Platz und Möbel mietet man. Den Rest bringt man selber mit. Und die Wasserpfeifen, die sind unverzichtbar oder was? Absolut. Es gibt kein Picknick ohne Wasserpfeifen. Schauen Sie sich um, Sie werden überall Wasserpfeife sehen. Sie werden da drüben die Herrschaften sehen, die rauchen. Überall. Die Wasserpfeife ist immer dabei. Die Wasserpfeife gehört zum Leben. Was diese kleine Runde verbindet, alle sind Überlebenskünstler. Besonders Samir, der es in Syrien vom politischen Häftling über Taxifahrer bis zum Journalisten gebracht hat und bei Werner und Ilse mittlerweile zur Familie gehört. Warum die beiden vor allem Palästinenser als Freunde haben? Ich denke, unser Problem ist interessant für viele. Und gerade die zwei haben in sich einen tiefen Gerechtigkeitssinn. Sind Sie wirklich aus politischen Gründen in den Nahen Osten gekommen, wie Samir sagt?
Das hat sicher mal vom ersten her, von dem Eindruck, dass wir uns wohlfühlen, dass wir hier eine Freundlichkeit, eine Gastfreundlichkeit finden, auch im normalen Leben Gerechtigkeit. Dass irrsinnig viele Leute von Dingen, die vielleicht zum Streit führen, das ist nicht nett und in einer anderen Art und Weise, die wir lernen mussten. Also nicht aufregend am Tisch hauen, sondern dass da viele zusammenkommen, mit dir reden, helfen, beruhigen, das Ganze mal abkühlen lassen, neu anfangen. Dass wir da in einer Gesellschaft aufgenommen worden, die vielleicht ein bisschen unserem Traum entspricht. Der Wochenbeginn ist nicht mehr ganz so locker. Hochoffizieller Besuch beim Tourismusminister. So ein Termin ist keineswegs selbstverständlich. Aber Syrien präsentiert sich derzeit gerne von seiner freundlichsten Seite. Ein bisschen aufgeregt? Na, eigentlich nicht. Na, ich schon. Auch der Minister nimmt sich demonstrativ Zeit. Fast sieht es aus, als würde er persönlich um jeden Gast kämpfen. So, jetzt geht in Englisch und... Ja, jetzt geht's. Bei aller Enttäuschung über Österreich, in der Ferne wird doch das heimatliche Klischee gepflegt. Wenn man das wird jetzt Mozart kommen, das Wer eine Stunde lang beim Minister war, der ist plötzlich auch für die syrischen Medien interessant. Eine improvisierte Pressekonferenz, bei der es immer wieder um eine Frage geht. Warum sind die beiden eigentlich hier? Wir kamen nach Syrien auf Urlaub und es war die Idee, einfach die Welt zu ändern, unseren Lebensbereich zu ändern und daherzukommen und einfach in einer neuen Welt auf etwas Neues anzufangen. Was weder die Journalisten noch der Übersetzer verstehen, wie genügsam die beiden Österreicher hier leben. Und wie sehr sie sich dem Land und seinen Gebräuchen anpassen, ganz anders, als man das von Europäern eigentlich erwartet. Yusuf und Elsa, wie sie hier genannt werden, sind stolz, wenn Nachbarn sie um einen Gefallen bitten. Aber sie ziehen sich auch gern zurück. Irgendwie haben sie sich ihre eigene Welt zwischen den Welten ausgedacht. Die Djellabia, das traditionelle arabische Gewand, das Werner Liebermann schon wegen der Hitze mit Begeisterung trägt, gilt in den Augen mancher Syrer als überholt. Und Milch könnte man auch in Damaskus in Plastikflaschen kaufen. Doch der Wiener will sie frisch gemolken und unbehandelt. Wird die Milch hier gewogen? Ja, man kauft hier fast alles nach Kilogramm. Liter sind erst seit kurzer Zeit, seit es diese Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure gibt, bekannt. Ansonsten wiegt man eigentlich alles in Kilo ab. Was auf den ersten Blick nicht auffallen mag, auch Syrien hat in letzter Zeit einen Sprung ins 21. Jahrhundert gemacht. Seit 2 Jahren sind Satellitenfernsehen und Internetanschluss erlaubt. Nur israelische Internetseiten bleiben verboten. Jedenfalls vermehren sich die Schüsseln auf den Dächern, selbst in den ärmsten Gegenden des Landes. Auch bei Werner Liebermann und Ilse Pater in Madamiye wird die neue Freiheit genutzt. Allerdings dürfte ihre Satellitenschüssel die einzige in Syrien sein, die einen Wiener Radiosender vom Himmel holt. Entlang der Grünbergstraße soll nun eine Lärmschutzwand entstehen. Seit Jahren bemühen sich die Anrainer um eine entsprechende Maßnahme, damit es endlich leiser wird. Ganz ohne Probleme läuft das jetzige Projekt aber nicht, weiß Thomas Kluger. Den Zuschlag zum Bau der kombinierten Lärmschutz- und Plakatwand aus Glas hat die Werbefirma Gewister bekommen. Wenn ich da sitze und Radio Wien höre, dann denke ich mir, meine, wir deppert sind in Europa. Wenn ich in Europa bin, ärgere ich mich drüber, weil ich genau drinnen stecke. Touristen kommen keine, Führungen gibt es trotzdem. Denn Werner Liebermann nützt die freie Zeit, um wenigstens ein paar in Damaskus lebende Freunde für die Sehenswürdigkeiten des Landes zu begeistern. Und hier, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier jetzt im eigentlichen Waschraum. Im Waschraum, genauso wie es heute im heutigen Hammam, im heutigen Badehaus auch noch zugeht. Die römischen Ruinen von Bosra nahe der jordanischen Grenze zählen zu den größten Attraktionen des Landes. Doch die wenigen Besucher heute sind so gut wie ausschließlich Botschaftsangestellte und deren Angehörige. Sehen können. Wobei diese Plätze hier die teuersten waren. Je weiter unten, desto billiger. Und damals zur römischen Zeit
wurden ja die Spiele alle nur von Männern abgehalten, es gab keine Frauen. Wovon anspruchsvolle Touristen anderswo nur träumen können, die Einheimischen, die hier zufällig vorbeikommen, sind echt und von keiner Reiseagentur hergestellt. Ja, aber wenn weiter so wenig Leute kommen, werden sie nicht leben können davon, oder? Ich werde mich sicherlich auch einschränken müssen. Trotzdem wäre es mir wirklich daran gelegen, hier in diesem Land zu bleiben, zu leben und vielleicht auch am Aufbau des Tourismus mitzuarbeiten, damit was weitergeht, damit das Bild von Syrien einen anderen Glanz bekommt, als es bis jetzt hat. Aber sind Sie nicht auch ein bisschen sowas wie ein Missionar? Um Gottes Willen, nein. Ich bin christlich erzogen. Mein Vater war Jude. Mir geht es nicht um die Religion, mir geht es um die Menschen. Ganz ohne Missionieren geht es trotzdem nicht. Wenn die Urlauber nicht von selber kommen, muss man sie eben holen. Zum Beispiel bei der Wiener Tourismusmesse. Was jetzt in wenigen Sekunden geht, ist in Wirklichkeit die Folge einer jahrelangen Entwicklung. Für die große, weite Welt haben sich Werner und Ilse immer schon begeistert. Dass sie ausgerechnet im Nahen Osten landen würden, war nicht vorauszusehen. Doch abgesehen von persönlicher Sympathie haben sie irgendwann festgestellt, dass hier eine Marktlücke liegt. Der Orient fasziniert immer mehr Menschen im Westen, trotz oder vielleicht sogar wegen der Konflikte zwischen beiden Welten. Entschuldigen Sie, kann mir irgendjemand ein Feuerzeug borgen? Gehen Sie, das ist aber ganz nett von Ihnen. Geb's Ihnen sofort wieder zurück. Augenblick nur. Waren Sie schon einmal in Syrien? Noch nicht, nein. Bis jetzt noch nicht. Nein? Syrien ist eine arabische Gesellschaft mit unzähligen Ausgrabungen. Wir können auf eine Kultur von 5000 Jahren zurückblicken. Jawohl, genau so ist es richtig. Ist aromatisch. Aromatisch. Total, was ist da drin? Apfeltabak. Das ist total aromatisch. Das ist der meistgerauchte Tabak in der arabischen Welt jetzt. Nur die Buchungen bleiben spärlich. Man will auf jeden Fall einmal hinfahren. Irgendwann, später. Wieder in Damaskus. Bei aller Sympathie für die Menschen hier, eine Grenze haben Ilse Barter und Werner Liebermann nicht überschritten. Sie sind keine Moslems geworden. In der Moschee bleiben sie Gäste und Beobachter. Tiefe Religiosität der Araber. Du bist eine fremde Welt für sie. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich es, ja. Einfach deshalb, es sind hier in dieser Gegend, das haben wir selber erfahren, so viele, wir würden sagen, Zufälle, die passieren. Irgendetwas geht aus irgendeinem Grund überhaupt nicht. Und am Abend oder am nächsten Tag auf einmal merkt man, hoppala, irgendwo, wir sagen halt jetzt, Spaß halber, der Stern von Damaskus, ja, was nicht wirklich irgendwas mit der Religion zu tun hat, sondern aufgrund der Gegebenheiten hier in diesem Gebiet ist es fast so, man könnte abergläubisch werden oder man könnte religiös werden. Wenn man als Europäer einem Araber sagt oder mehreren Arabern, man sei Atheist, erntet man fast immer Ablehnung oder Entsetzen. Wie gehen eigentlich Ihre Freunde mit Ihrem Atheismus um? Ich glaube, dass wir uns, dass es wirklich fast unmöglich ist, weil wir nur auf Unverständnis treffen würden, zu sagen, wir glauben an keinen Gott. Es ist einfach so, dass, wo ich auch glaube, dass jeder an irgendein Wesen oder an den Zuständigen glaubt, ja, dass man ihm sagt, okay, es ist vielleicht nicht so, wie es im Koran oder in der Bibel geschrieben ist für uns,
aber man muss einen Einstieg finden, eine Vertrauensbasis, dass man akzeptiert, dass irgendwas da ist, was zuständig ist. Zu Hause in Madame Mille wird wieder einmal das zelebriert, womit hierzulande viel Zeit verbracht wird, Essen zu bereiten. Samir, der palästinensische Freund, hilft mit. Für ihn eine Selbstverständlichkeit, wie er sagt. You can say that it's abnormal that Man kann sagen, es ist ungewöhnlich, wenn ein Mann nicht seiner Frau hilft. Ich kann Ihnen garantieren, dass 80% der Männer im Haushalt mithelfen. I can give you my guarantee that 80% of the men help their wives in their homework. Also ein Paradies für Frauen? You don't believe. We call it like this. Ja, Sie können es ruhig so nennen. Work hard. Beim Kochen wird getratscht und politisiert. So gehen Nachrichten von Mund zu Mund, die nicht in den Medien erscheinen. Wieder einmal dreht es sich um Palästina. Das Thema, an dem niemand hier vorbeikommt, ohne Partei zu ergreifen. From reality, didn't say anything. Officially it's 24 days, and yesterday they already said 90 days. 91. Der Hausherr hält sich heute Abend lieber im Hintergrund. Sie entsprechen aber schon dem Klischeebild des Arabers, nicht? Die Frau kocht, der Gast muss helfen und sie kümmern sich um die Wasserpfeifen. Ja, ich würde sagen, der Gast, der hilft normalerweise nicht, aber der Samir gehört fast zur Familie und demzufolge hat er sich auch das Recht erworben, mitkochen zu dürfen. Ich überlasse ihm gern diesen Part. Ich werde das Ganze natürlich beaufsichtigen. Was haben wir drauf? Bei aller Liebe zum Orient, zum Nachtisch taucht dann doch ein Rezept von der Wiener Großmutter auf. Eine willkommene Abwechslung auch für Samir, der außer seinem Exilort Damaskus noch nicht viel von der Welt sehen durfte. Doch was auch auf den Tisch kommt, das Gespräch kehrt immer wieder zur Nahostpolitik zurück. I don't live inside Palestine, I live here. Ich lebe nicht in Palästina, sondern hier. Ich persönlich habe vieles nicht mitgemacht. Ich habe nicht erlebt, wie es ist, wenn sie einem das Haus, in dem man wohnt, zerstören. Oder wenn man heimkommt und seinen Sohn tot vorfindet, weil er umgebracht wurde, ohne zu wissen, warum. Ich musste nicht versuchen, mit meinem Körper mein Kind zu schützen und musste dann nicht mit ansehen, wie es erschossen wurde. Wer so weit kommt, dass er bereit ist, sich selbst in die Luft zu sprengen, der muss vorher einiges durchgemacht haben. Ich würde niemals auf diese Palatschinke verzichten wollen, um mich in die Luft zu sprengen, denn ich kann sie essen. Wenn ich aber nichts habe, was bleibt mir dann? Die meisten Israelis, die dort wohnen, sind nicht dort geboren, sondern kamen von woanders hin. Das heißt, sie haben sich's ausgesucht. Sie wussten um die Situation, dass sie anderen Leuten das Land und ihre Rechte nehmen. Darum bin ich mit der Definition unschuldig nicht sehr zufrieden. Und alle mit Terroristen. Aber ein sechsjähriges Kind, das da auch in einem Café in die Luft gesprengt wurde, ist ja wohl unschuldig. Oder ja, nur die das einzelne sechsjährige Kind ist unschuldig, nur die Eltern haben es dorthin gebracht. Wer für die Menschen in Israel Verständnis zeigt, der findet wohl hier wenig Freunde. Syrien ist immer noch im Kriegszustand, auch wenn man das im Alltag kaum merkt. Auch diese jungen Männer müssen wie alle anderen 3 Jahre Militärdienst hinter sich bringen. Als Fremder lebt es sich nun einmal leichter. Vor allem, wenn man wie Werner Liebermann zu keiner Gruppe ganz gehören möchte. Ihr Haus ist doch schon voll von Wasserpfeifen. Wie viele haben Sie denn? Im Augenblick 10, aber man kann nie genug davon haben. Glaub mir, haben Sie. Figura? Wer von Ihnen
Ihnen beiden hatte eigentlich die Idee, hier nach Syrien auszuwandern? Nach Syrien auszuwandern ist nicht so leicht zu beantworten, wie überhaupt auszuwandern. Überhaupt auszuwandern, wegzugehen aus Europa, das war meine Idee. Und warum? Weil ich den gesamten Apparat in Österreich eigentlich nicht mehr wirklich ausgehalten habe. Wir hatten ständig Probleme mit den Behörden, was jetzt nicht unbedingt auf eine kriminelle Vergangenheit oder so zurückzuführen wäre, sondern einfach im Rahmen des Geschäftslebens, wo wir immer wieder Schwierigkeiten hatten, immer wieder angeeckt sind und wo wir feststellen mussten, dass eigentlich hier die persönliche Freiheit größer ist als in Europa. Waren Sie, Frau Barter, damit sofort einverstanden, einfach auszuwandern, wegzugehen? Nein, es hat sich dieser Plan sicher über Jahre gezogen. Oder Werner Erdmann, er will weg aus Europa. Und es war dann eigentlich mit unserem Reisebüro, mit den wirtschaftlichen Umständen, mit den Aussichten in der großen EU, wo kleine Geschäfte mit der Zeit gefressen werden, wo ich dann im Endeffekt auch immer gesehen habe, dass man bis 60, mittlerweile 65 oder 70 wirklich unser Leben fristen können. Und wieso musste es dann ausgerechnet Syrien sein? Das ist ja schon ein sehr weiter Sprung, ne? Wir waren vor 7, 8 Jahren das erste Mal als Touristen hier, haben Kontakte geknüpft. Das war die erste Überlegung, was wir besser vorher kannten. Nordafrika, Tunesien, Marokko. Aber nach dem Syrien-Urlaub war es für mich irgendwie, wenn auswandern, vielleicht auch gerne mal ins Extreme und nicht in das von Europa gestützte, gesicherte, was teilweise in Tunesien oder Marokko schon großer Einfluss ist.